Der, die, das. Die Artikel sind für Deutschlerner ein echtes Schreckgespenst. Schon Mark Twain sagte über die deutsche Sprache, jedes Substantiv hat sein grammatisches Geschlecht und die Verteilung ist ohne Sinn und Methode. Warum das so doch nicht ganz stimmt und was ihr tun könnt, damit ihr euch die deutschen Artikel besser merken könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Ein ganz klein wenig Methode steckt nämlich doch dahinter. Vielleicht ist für euch erstmal wichtig zu wissen, dass 34% aller deutschen Nomen maskulin sind und nur 20% aller Nomen sind neutral, also sächlich. Wenn ihr euch mit einem Substantiv also nicht sicher seid, dann benutzt doch einfach die weibliche Form. Denn 46% aller Substantive im Deutschen sind weiblich. So, was ist maskulin? Bei maskulinen Substantiven könnt ihr euch schon mal merken, dass der gesamte Kalender quasi maskulin ist. Das heißt, die Jahreszeiten, der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. Die Monate, das heißt, der Januar, der Februar, der März und so weiter, sind alle maskulin. Wochentage sind maskulin. Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch. Ebenso die Tageszeiten, der Morgen, der Abend, der Mittag, aber Achtung, eine Ausnahme gibt es, die Nacht. Ebenso maskulin sind Himmelsrichtung, der Norden, der Süden, der Westen, der Osten. Auch Wetter ist maskulin. Der Wind, der Schnee, der Regen, der Hagel, aber die Wolke. Automarken sind männlich. Der BMW, der Volkswagen, der Volvo und so weiter. Auch Alkohol ist meistens männlich. Der Schnaps, der Wein, aber das Bier. Auch bestimmte Endungen lassen auf ein Geschlecht schließen. Für die maskuline Endung ist das zum Beispiel die Endung ick, wie in König, Honig und so weiter. Man spricht sie übrigens wirklich ich aus. Ja, ig am Ende ist ich. König, Honig. Ling, wie in Säugling. Der Säugling, der Feigling, der Zwilling oder in Ohr, wie bei der Direktor oder der Autor oder die Endung Ismus, wie der Rassismus oder auch der Tourismus. Wie soll ich mir aber solche Endungen merken? Ein Trick dabei ist, daraus ein Wort zu machen. In diesem Falle ist es der Icklingorismus. Ich habe das hier mal aufgemalt wie so eine böse Bazille. Ja? Wenn man sich dieses Wort merkt, der Icklingorismus, dann hat man schon einmal einen Teil der maskulinen Endung im Kopf. Eine weitere männliche Endung ist Icker, wie in der Optiker oder der Skeptiker. And, end sind männliche Endungen. Wie zum Beispiel in der Lieferant, der Praktikant, der Student, der Dozent und so weiter. Öch und Öch sind männliche Endungen. Wie zum Beispiel der Friseur oder der Ingenieur. Eine männliche Endung ist auch ich. Wie in der Pfirsich. Oder der Teppich. Und die meisten Substantive, die auf ER enden, sind ebenfalls männlich. Der Lehrer, der Schüler, aber Achtung, die Mutter und
die Butter. Zu guter Letzt sind auch Substantive, die auf ist enden, männlich. Zum Beispiel der Polizist. Weiblich sind die meisten Flüsse, Pflanzen und Bäume. Die Elbe, die Moldau. Aber Achtung, auch hier gibt es Ausnahmen. Zum Beispiel der Rhein. Bäume. Die Eiche, die Birke, die Tanne, die Palme. Obst. Die Mango, die Kiwi, die Banane. Aber der Apfel und der Pfirsich. Auch Zahlen sind weiblich. Die 1, die 2, die 3, die 4, die 10, die 100 und so weiter. Und weil es so viele weibliche Wörter gibt im Deutschen, gibt es auch viele Endungen, die uns zeigen, dass ein Wort wahrscheinlich weiblich ist. Dazu gehört zum Beispiel wie die Meinung oder die Hoffnung. Heit, wie die Freiheit. Die Einigkeit oder die Geschwindigkeit. Schafft, wie die Freundschaft oder auch die Feindschaft. Ion, wie die Nation oder die Religion. Ick, wie die Mathematik oder die Informatik oder auch die Politik. Ität bzw. Tät, die Nationalität, die Identität. Ur, die Natur. Ans, die Toleranz. Ens, die Tendenz. Age, die Lage oder auch die Klage. Ei, die Polizei, die Datei, aber das Ei zum Essen ist neutral. Das Ei, wenn es alleine steht. Auch zweisilbige Wörter mit E-Endung sind meist weiblich. Die Straße, die Reise, die Lampe und so weiter. Schließlich ist auch die EE-Endung eine weibliche Endung, zum Beispiel die Demokratie oder die Studie. Ein etwas kleinerer Teil unserer Nomen ist neutral. Neutral sind zum Beispiel alle substantivierten Verben. Das Springen, das Laufen, das Schwimmen, das Malen, das Schreiben und so weiter. Neutral sind auch die meisten Nomen mit Präfix G, also G am Anfang, das Gebirge, das Geschrei. Die meisten Stoffe sind neutral. Das Öl, das Holz, das Gold, das Silber, das Platin. Farben sind neutral. Das Grün, das Schwarz, das Beige, das Rot und so weiter. Außerdem sind Bruchzahlen neutral. Das Viertel, das Achtel, das Halbe, das Sechzehntel. Kommen wir zuletzt zu den 20% neutralen Substantiven. Dazu gehören zum Beispiel die Diminutive. Diminutive sind Substantive, die etwas kleiner machen. Zum Beispiel das Kindlein oder das Häuslein. Chen gehört dazu, wie das Mädchen oder das Kindchen. Wörter, die auf Ma enden, sind oft neutral. Wie zum Beispiel das Thema oder das Klima. Auch Wörter auf Ment sind oft neutral, wie zum Beispiel das Experiment, das Argument, das Dokument und so weiter. Wörter auf Um wie das Album, Substantive auf Tum wie das Wachstum. Achtung, es heißt aber der Reichtum. Wörter auf Icht sind oft neutral, zum Beispiel das Licht oder das Gesicht. Auch Entlehnungen aus dem Englischen sind neutral, zum Beispiel das Shopping oder das Training. Es gibt aber auch viele Substantive, für die es keine Regel für das Genus gibt.
Für diesen Fall zeige ich euch drei sehr effektive Gedächtnistechniken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und schaut auch mal in die Shorts.